Also dafür, dass ich mir eigentlich ursprünglich heute Nachmittag vorgenommen hatte, die letzten verbliebenen Offline-Cups fertig zu machen, spiele ich doch erstaunlich viel online. Und ich merke, dass ich nachher nicht mehr die Offline-Cups machen werde, ja. Das müssen wir also dann nochmal vertagen. Aber mein Gott, nach nunmehr 40 Mario Kart Wii-Videos, was soll's dann, wenn man dann immer noch nicht den 50 CCM Cup geschafft hat. Das ist ja, also, ne? Ich habe ja noch Zeit. Ja, das ist schön, danke. In der Tat, ja, ihr seid toll. Ja, in der Tat, ja. Itemboxen, tralali, tralala. Ich meine, das ist komisch. Wenn man, Gott. Fast. Meine roten Panzer wurden abrasiert, ja, aber fast irgendwie noch. Das. Nee. Das macht keinen Spaß hier alles. Das Problem ist, mein MKW-Let's Play besteht natürlich sehr aus großen Teilen aus fast, also praktisch komplett aus Spontanität. Das muss man einfach mal so sagen. Dementsprechend mache ich halt alles gerade so, wie ich Lust dazu habe. Und klar, die Offline-Cops könnte ich theoretisch einfach mal einschieben. Aber die ganze Zeit soll ich entweder mit euch online offline spielen. Quatsch, nein, online spielen. Nein, das ist Offline-Cups und mit euch online spielen. Genau, so nennt man das. Also, das nennt man online, wenn man mit anderen Leuten spielt, die nicht im selben Raum sind. Ja, das ist gut. Ja, das kann man sich merken, in der Tat. Das war jetzt der zweite Kugelwilli in diesem Rennen, der scheiße war. Und ja, der vor mir bekommt drei rote Panzer. Ich bekomme nur einen roten Panzer. Logik. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Auf Platz 9. Ein Goldpilz. Das war scheiße, dass ich den jetzt schon eingesetzt habe. Andererseits, nö, mein Fick ist egal. Weil ich bekomme gleich hier hinten wieder Items. Und jetzt ein Blitz. Nein. Das war falsch. Leute, ihr könnt es einfach nicht. Ihr habt es nicht drauf. Ja, ich bekomme ein Item, habe ich gesagt. Was macht der Hering? Ja, der macht erstmal gar nichts. Und der Hering nimmt einfach mal die Wolke mit, weil er Smovie einen Gefallen tun will. Jo. Wollte ich einfach mal tun, Smovie. Das, ja, das mache ich immer so. Ich bin so ein netter Mensch, ich weiß auch nicht. Könnte man auch übrigens immer öfter sagen. Also, dass der Hering ein total dufter Typ ist. Und, ja, total gerne mit euch spielt und total viele Fehler macht. Und ich hätte jetzt total viele Plätze eigentlich aufholen können, wenn ich einigermaßen fahren könnte. Aber ich kann nicht fahren. Also. Habe ich jetzt noch mehr Punkte verloren und die 9000, die könnt ihr vergessen, ey. Oh, das wird heute nichts mehr. Ja. Na gut, wir probieren es noch ein oder zweimal. Vulkangrollen. Wir machen es jetzt so. Sollte ich in diesem Rennen Pluspunkte sammeln, dann fahre ich in jedem Falle weiter. Sollte ich in diesem Rennen Minuspunkte sammeln, dann ist mein nächstes Rennen dann, also das ist, dann ist mein nächstes Rennen dann das letzte Rennen, das ich heute fahre, ja. Wir machen das jetzt allein von meinen Punkten abhängig, in der Tat. Ja, ganz in der Tat. Denn wenn man erstmal so eine kleine Pechsträhne in Mario Kart Wii hat, dann ist es ganz, ganz schwierig, da noch am selben Tag herauszukommen. Zumindest geht mir das immer so. Und ja, Vulkanrollen. Hier fällt man ganz gerne mal runter und auf drei rote Panzer. Das finde ich gut. Und ja, natürlich. Und er hat drei grüne. Ja, ist klar. Ist schon recht. Ja, genau. Ja, ich konnte die Itembox da nicht sehen. Also, ihr wisst, mein Drang auf der Strecke aufzuräumen, der ist immens groß. Ich bin generell ein sehr ordentlicher Mensch, muss man dazu sagen. Ich mache immer. Ich räume ganz gerne auf. Ja, in der Tat. Wer meine Wohnung kennt, beziehungsweise wer mich prinzipiell kennt, das ist. Ich habe so ein paar Marotten, die sind ganz, ganz schlimm und eigen, aber auf eine gewisse Art und Weise macht mich das natürlich auch liebenswert. Ja, in der Tat. Ja. In der Tat. Ja, Hering. Hering ist so liebenswert. Oh ja. So, wo waren wir? MKW, genau. Wir könnten jetzt mal diese drei roten Panzer einsetzen. Und dann trotzdem irgendwie total abkacken. Das ist nicht schön. Also die Platzierung ist ja jetzt nicht so schlecht, weil wir haben 5 und 4 direkt vor uns. Und ich habe jetzt noch einen lausigen blauen. Theoretisch müsste ich irgendwann mal Items einsetzen, genau. Düpp, 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 düpp.
Düpp, 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 düpp. Wir setzen jetzt einfach mal ganz geschwind diesen Maxi ein. Sind jetzt mal ganz geschwind auf Platz 2. Und dieser blaue Panzer war scheiße. Und er hat auch viele Leute erwischt. Oi, 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 oi. Und das ganze Feld ist zu eng beieinander. Ja, danke. Ja, ja, ja. Ein Stern, ein Stern, ein Stern. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Das war doof. Nein. Ja, gut, Leute. Ihr seid selber schuld. Also, ne? Nächstes Rennen ist jetzt mein letztes Rennen. Wenn ihr nicht mehr mit mir spielen wollt, das ist mir doch egal. Also, so, wir bereiten uns auf das letzte Rennen vor. Und wir beenden diesen Abend mit Pilzschlucht. Ja, das ist meine Aussage. Das fasst den heutigen Abend auch ganz gut zusammen. Nein, eigentlich nicht. Es war ein netter Abend, ja. Es hat mir wieder Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Und das mal so total unplanmäßig und spontan an... Ich wurde in der Luft platt gedrückt und bin dann runtergefallen. Okay, das ist cool. So, ja. Hat mir prinzipiell Spaß gemacht, mit euch zu spielen und das so ganz spontan am Donnerstag zu machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt am Wochenende dazu kommen werde, Mario Kart Wii zu spielen. Deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen länger gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja natürlich die nächste Zeit dann auch mit meinem Umfrageprojekt ganz fleißig weitermachen will. Also, das heißt, weitermachen will, anfangen will. Im Endeffekt. Und dieses Spiel dann auch möglichst schnell durchzocken will und mich dann vielleicht auch schon wieder neuen Projekten zuzuwenden. Oder ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Es gibt so viel, was ich im Endeffekt machen möchte. Und es gibt immer so wenig Zeit. Und so ganz allmählich müsste ich mich vielleicht tatsächlich mal auf so ein 200 Abonnenten Special oder sowas vorbereiten. Ich habe keine Ahnung. Macht man das als Let's Player so? Ist das so? Gehört das zum guten Ton? Vielleicht. Deswegen... Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal runtergefallen. Diese Strecke ist scheiße. So, ja, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob ich das mache oder nicht. 100 Abonnenten-Special habe ich mir, glaube ich, auch geschenkt. Ich weiß nicht, das ist, wenn ich... Oh Gott. Wenn ich gezwungen bin, sowas zu machen, dann kommt dabei nichts Gutes raus. Deswegen schenke ich mir das meistens. Aber okay. Was ich aber zumindest gemacht habe und was dem einen oder anderen aufgefallen sein dürfte, insbesondere den neuen Abonnenten, ich bin mittlerweile so weit, dass ich jedem neuen Abonnenten, also jeden, der sich, oh geil, boah, wer hat mich groß geblitzt, er ist ein Held, ich möchte ihm ein Denkmal errichten, sofort, also, ja, so. Ich bin dazu übergegangen, jedem neuen Abonnenten, jedem neuen Abonnenten Platz 4. Ja, das war eigentlich ganz gut. Jedem neuen Abonnenten bei seinen Kanalkommentaren auf YouTube zu bedanken. Dafür, dass er mich halt abonniert hat. Keine Ahnung, macht man anscheinend auch so. Habe ich mal so gehört und nebenbei aufgeschnappt. Und ich mache das momentan eben so. Das ist ganz okay, weil momentan habe ich ja nur so 3 neue Abonnenten pro Tag. Wenn es gut läuft, vielleicht auch mal 4 oder 5. Wenn es schlecht läuft, 0 oder 1 oder so. Ich habe keine Ahnung. Und bei denen bedanke ich mich jetzt jedenfalls immer bei den auf den Kanalkommentaren des jeweiligen Users. Und dann freuen die sich vielleicht auch drüber oder so. Ich habe keine Ahnung. Schreibt mir eure Meinung dazu. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist oder nicht. Aber es ist okay. Jedenfalls bekomme ich mittlerweile auch tatsächlich Mitteilungen per E-Mail, wenn mich jemand abonniert. Das finde ich gut, ja. Weil so kann ich das auch noch ein bisschen besser verfolgen. Aber im Endeffekt interessiert euch das alles nicht. Ja, wir haben heute wieder ganz viel Mario Kart Wii gespielt. Wir haben sehr viel online gespielt. Wir haben offline überhaupt nichts geschafft. Das ist schade, aber macht nichts. Dann machen wir eben beim nächsten Mal irgendwas offline oder so oder wie auch immer. Ich werde die Videos jetzt am Wochenende bearbeiten und dann, keine Ahnung, vielleicht schon anfangen hochzuladen. Vielleicht auch erst anfangen nächster Woche. Ich weiß es nicht genau. Braucht euch in dem Moment jetzt aber nicht so sonderlich zu interessieren. Ich hoffe, es hat euch so einigermaßen Spaß gemacht, mir heute zuzuhören und zuzugucken. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wäret. Herringway sagt aber an dieser Stelle trotzdem erst einmal Tschö mit Ö und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video.